Steigen wir auch direkt ein ins Thema. Saisonales und statistisches Verhalten liefern Vorteile, wenn man dann weiß, wie man es denn nutzen muss oder will oder kann oder sollte. Und das schaue ich mir mit Ihnen heute mal gemeinsam an und wir tauchen mal in die Agenda ein, damit Sie mal wissen, was so auf Sie zukommt. Erstmal Ursprung und Ideen, erste Ansätze, auch wie bin ich dazu gekommen zu der saisonalen Geschichte. Für manche von Ihnen ist es vielleicht Neuland, sprich man hat es noch nicht wahrgenommen, dass es sowas gibt oder sich auch noch nicht damit beschäftigt. Ich gebe Ihnen den Tipp, tun Sie das und das ist auch relativ leicht nachvollziehbar, zumal heute die Software-Tools alle auf einem Level sind, ich sage es mal so, sehr erschwinglich. Ja, das war vor 10 Jahren auch noch ganz anders. Das ist heute, wie gesagt, überhaupt kein Problem. Also erste Ansätze, dann schauen wir uns saisonale Tendenzen an und ihre Macht, statistische Tendenzen, ihre Macht. Was heißt das? Es heißt, es gibt tatsächlich Wiederholungseffekte, die man eben nutzen kann. Und dann zeige ich Ihnen auch noch das ein oder andere Setup und gebe Ihnen auch noch eine Anregung, sowohl in einem Währungspaar als auch in einem Index, was jetzt im September theoretischen statistischen Vorteil liefert in die eine oder andere Richtung, um das praktisch auch mal darzulegen, was man hier machen kann. Gut. Saisonale Tendenzen, erstmal so ein bisschen die Basics, was kann man sich darunter vorstellen? Ja, jetzt mal an Sie gefragt, theoretisch, wenn das Auditorium größer wäre, würde ich jetzt mal so ein bisschen um die Handabfrage bitten. Was stellt man sich vor, wenn man saisonale Tendenzen in den Fokus nimmt? Was kann das sein? Ich löse es gleich mal auf. Da kommt ein Stück weit was. Ich habe es teilweise auch schon angerissen. Zyklisches Verhalten, saisonales Verhalten, Kalendereffekte, Wochentagsstärke. Das kann man runterbrechen bis auf die Stundenbewegungen. Da gibt es, wie gesagt, viele, viele Möglichkeiten. Generell ist es so, dass alle Wiederholungseffekte hier wichtig sind und den bedienen wir uns praktisch. Aber jetzt zu Beginn wollen wir uns erstmal die saisonalen Tendenzen anschauen. Was ist das? Okay, wer sich mit dem Rohstoff- und Terminmarkt auseinandersetzt oder auch diesen handelt, sei es mit Optionen oder mit anderen Instrumenten, Underlyings, der wird wissen, dass zum Beispiel der COT-Report oder auch andere Auswertungsdaten immer wieder sehr, sehr interessant sind. Und gerade am Agrarmarkt Ernte- und Wetterphasen ja logisch erklärbar sind und auch einen gewissen Wiederholungseffekt aufweisen, der natürlich gerade bei gewissen Ernten, sei es Mais oder sei es Roggen oder Hafer oder was auch immer, gewisse Zyklen mit sich bringt, die dann praktisch unterm Strich immer wieder einen Nachfrageeffekt erzeugen oder auch El Niño, einen Wettereffekt, starke Regenperioden, Ernteausfälle. Das sind Geschichten, mit denen man sich praktisch auseinandersetzen kann, aber auch Hochzeitssaison in Indien beispielsweise oder die hinlänglich bekannte Jahresabschlussrallye. Der DAX im Dezember zum Beispiel für eine gewisse Periode zurückgerechnet bis auf den Commerzbank-Index in die 80er Jahre sehr, sehr bullisch. Und das ist eben auch ein Effekt, den man sich bedienen kann und buchstäblich einfangen kann, um auszuwerten. Und diese Daten sozusagen sind zweckdienlich, um eben eine Anlageentscheidung zu treffen. Und das eben nicht nur im Intraday-Bereich, sondern auch im Swing-Trading, Positionstrading, gerade jetzt am Rohstoff- und Terminmarkt, kann man eben gewisse Agrarstoffe sozusagen dann auch über Wochen, Monate halten, um dann praktisch mit Optionen da sein Geld zu verdienen. Letztlich ist es einfach so, dass wir uns dem Salat der Zahlen nähern. Und beginnen wir mal mit einem wichtigen Umstand dessen, wie ich denn darauf gekommen bin. Und jeder von Ihnen wird ihn vielleicht kennen oder gehört haben, Dimitri Speck als solcher. Es war der deutsche, sag ich mal, der Ersterschaffer für mich zumindest, der die Seasonal Stats ins Leben gerufen hat. Und da bin ich das erste Mal darauf aufmerksam geworden, nach dem Motto, hoppla, da gibt es ja sowohl bei den Indizes, DAX, Dow Jones, S&P, aber auch bei Währungen und insbesondere natürlich bei Rohstoffen, Wiederholungseffekte, die man durchaus nutzen kann. Und deswegen ist es durchaus einen Blick wert. Und ich zeige Ihnen mal so eine ganz banale Geschichte, aber auch natürlich ummünzbar auf Deutschland. Das ist praktisch ein Chart von Dimitri Speck. Sie sehen oben auch seasonalcharts.com, da ist die Seite. Der ist jetzt nicht mehr ganz aktuell, der Chart. Ich meine, ja, wir gehen schon ein Stück weit ein Jahrzehnt zurück. Aber wir sehen hier praktisch den Temperaturverlauf von San Francisco, hier in Fahrenheit. Aber im Schnitt bewegen wir uns da hier bei 20 Grad im Hochsommer. Und ich meine, es sind, glaube ich, 4 Grad, wenn wir dann in den Winter übergehen. Aber wir haben im Prinzip hier einen klassischen Glockeneffekt, der sich hier praktisch wetterperiodisch immer wiederholt und Temperaturen und Klima sind praktisch genau das, was dem Anstoß der statistischen Datenauswertung gegeben hat. Es ist ja auch so, dass man dann praktisch im Eiskegel, im Schmerzkegel dann auch versucht, die letzten Jahrtausende praktisch nachzuvollziehen in Sachen Temperatur. Und da gibt es natürlich Abweichungen, aber auch über gewisse Perioden immer wieder Wiederholungseffekte, die sich praktisch hier in San Francisco auch einfangen lassen. Und so können Sie es auch mit jeder deutschen Stadt nachvollziehen. Man hat eben Tendenzen, natürlich klimatisch bedingt. Gut, der einzigste Witz an den Finanzmärkten ist der, dass wir uns hier in einem gewissen Oszillatorenbereich bewegen, gerade am Währungsmarkt. Grundsätzlich sind Aktien natürlich, ich sag mal, dynamische Zahlen.
und eine dynamische Welt, ich will nicht sagen inflationsgetrieben, aber die Aktie neigt ja eher dazu, von 0 auf 100 und auf 1000 und höher zu steigen, also von links unten nach rechts oben. Sprich, Population wächst, Bruttoinlandsprodukt wächst, das kapitalistische Grundsystem wächst. Das ist ja natürlich, Wachstum ist das A und O. Und deswegen sind ja auch die Aktienkurse eher dazu geneigt, langfristig nach oben zu gehen. Und der Buy-and-Hold-Ansatz für eine klassische Aktie, nicht für jede, aber für eine Aktie, die, sage ich mal, fundamental gut aufgestellt ist, eine Marktnische hat und entsprechend ein gutes Management, ist eigentlich dazu verdammt zu steigen. Und deswegen haben wir natürlich hier Effekte, die, ich gehe mal kurz auf den S&P 500 hier im Seasonal Chart ein, der grundsätzlich, ähnlich wie gerade gesagt, von links unten nach rechts oben geht. Ja, aber während dieser, ich sag mal, nicht reinen Oszillationsphase, wie wir es jetzt beim Währungspaar gleich nochmal sehen werden, ist es eben so, dass es auch hier zwischengeschaltete Korrekturmuster gibt, gerade beim S&P 500, die ich gleich nochmal ein Stück weit näher erläutere, aber nochmal zurück zum Euro-US-Dollar. Hier haben wir es natürlich mit einem Währungspaar zu tun, das wie gesagt relativ gesehen oszilliert, je nach Gewichtung oder sage ich mal fundamental ausgerichteten Kriterien des Landes, Leitzinseffekt, geldpolitische Ausrichtung, Verschuldung, bla bla bla. Das sind alles die Fundamentalsachen. Tatsache ist, wir haben beim Euro-US-Dollar auf jeden Fall feststellbar, dass zum Ende des Jahres ein Kapitalstrom in Richtung Euro geht und US-Dollar bias technisch gen Süden. Und das ist auch ein Effekt, der sich jetzt schon, ein älterer Chart, aber auch in neuen Auswertungen widerspiegelt. Euro-US-Dollar also zum Ende des Jahres generell bullisch zu sehen. Und wir sind jetzt im Monat September. Und Sie sehen ja hier, dass ab September der Tendenzfall generell nach oben zeigt. Wir wissen aber auch, wenn wir aktuell auf den Euro-US-Dollar schauen, dass der in einer großen Range ist. Große Unsicherheit, die Volatilität geht zurück. Man muss jetzt sehen, was da passiert. Aber rein saisonal stehen die Chancen gut, dass er nach oben ausbricht. Ja? Ich will da jetzt keine Prognose zu machen, aber letztlich Rückenwind haben wir für einen bullischen Ausbruch nach oben, wenn er denn kommt. Wie gesagt, da muss die Volatilität erstmal anziehen und ob die Notenbank und US-Wahlen das jetzt beflügeln, das muss man jetzt mal abwarten. Aber grundsätzlich der Seasonal Chart der letzten 30 Jahre Euro-US-Dollar und klar erkennbar, dass wir zum Ende des Jahres eine bullische Tendenz haben. Schon mal interessant. S&P, wie gesagt, genau ähnlich entwickelt. Sie wissen, August, September sind statistisch gesehen negative Börsenmonate. Das ist auch seit den letzten fast 80 bis 100 Jahren, Sie sehen auch gleich einen fast 100-Jahres-Chart dazu zum S&P, so dass der S&P in gewissen Perioden zur Schwäche neigt und gerade eben August, September sind Monate, wo der statistische Trendfall nach unten geht und wir eben damit zu kämpfen haben, dass der Markt keinen positiven Bias hat. Und Sie haben auch sicherlich schon gehört, sell in May and go away. Allein wenn Sie das auch tun würden beim deutschen Leitindex DAX, den Sie zum Beispiel als ETF erwerben könnten, wenn Sie im Mai rausgehen, im Oktober rein, dann hätten Sie in den letzten 30 Jahren den DAX, ich meine, um 160% outperformed. Allein deswegen, weil Sie praktisch auch hier im S&P schön zu sehen, von Mai bis September, Oktober geht die Tendenz eher nach unten mit einem Spike dann im September. Also es ist alles nicht wirklich so bullisch. Und wenn Sie die Phase rein statistisch saisonal auslassen, haben Sie ein Portfolio, was natürlich langfristig betrachtet eine bessere Performance an den Tag legt. Ob das so bleiben wird, wissen wir nicht, aber rein auswertungstechnisch eine sehr, sehr interessante Feststellung.